unabhängig davon, dass sie jetzt Bayern geschlagen haben, ist es eine ausgesprochene gute Auswärtsmannschaft. Das ist der Grund, warum sie in der ersten Liga sind. Sie haben aufgrund dieser Stärke wirklich dann auch hinten raus relativ souverän diesen Aufstieg geschafft. Es ist so, dass von den Verletzten, dass es da keine Rückschläge gibt, aber da brauchen die Spieler noch einige Zeit. Und von daher, es hat sich keiner verletzt in Bremen. Es wird nicht allzu große Veränderungen geben, vielleicht die eine oder andere Überraschung, aber dazu muss ich morgen mal das Training abwarten. Man spricht ja immer von gelungenen Start oder nicht gelungenen Start. Ist für mich 6., 7. Spieltag, wo du dann eine Tendenz erkennst. Und das ist jetzt noch alles relativ eng beieinander. Und ich denke, wir sollten gar nicht auf Tendenzen gucken, sondern nur auf das Spiel am Freitag gegen Mainz. Da sind wir genug gefordert. Und wir wollen natürlich, ähnlich wie gegen Berlin, hier eine Stimmung entfachen, die unterstützend ist und die gut ist für die Mannschaft. Und das muss natürlich von uns ausgehen, mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen. Und wie gesagt, wenn wir an die gute Leistung von Berlin anknüpfen können, das eine oder andere noch verbessern, bin ich auch optimistisch, dass wir das Spiel gewinnen können.